Zum Morgen gibt es einen Smoothie. Ich habe mir gerade 5 halbe Melonen gekauft. Guck mal, was hier so eine halbe Melone kostet. Na? 76 Cent. Und die ist recht groß, sage ich mal. Auf jeden Fall, ja, da habe ich jetzt zugeschlagen. Kilopreis, glaube ich, 34 Cent oder 29 Cent. Und ja, da habe ich jetzt hier richtig fette Melone. Und die halbe gibt es jetzt. Nachdem ich mich doch einige Zeit mit Bananeneis überfressen habe, ist mal wieder Zeit für ein Bananeneis. Und zwar ist es ein Bananenapfel-Datteleis. Der Apfel bringt noch so ein bisschen so eine Säure, so eine Frische rein. Die Dattel rundet das so ein bisschen karamellig ab. Und dann ist da noch eine Prise Salz dran. Das ist dann halt so perfekt dann im Geschmack. So, ich habe gestern sehr, sehr preiswerten Mais erstanden, der ein bisschen überlagert war, hat nur 89 Cent. Die Packung gekostet, habe ich mir 3 Packungen geholt. Und, 4 Packungen habe ich mir geholt. Und, genau, und jetzt werde ich 3 Maiskolben essen. Einen habe ich heute schon gegessen und habe natürlich vergessen aufzunehmen. Also, stell dir vor, ich werde jetzt 4 Maiskolben essen. So, die Maiskolben sind schon ein bisschen, ich weiß, warum sie 89 Cent gekostet haben, also sie sind schon ein bisschen eingedrückt und ein bisschen teilweise etwas faulig, aber ist noch im Bereich des Möglichen. Wer jetzt die restlichen 4 Maiskolben essen, das sind 2 und die anderen beiden werde ich dann auch noch essen. Also gab es jetzt 8 Maiskolben. Und jetzt gibt's einen Eisbergsalat. So, und jetzt gibt's wieder einen Rattenscharm-Smoothie. Jetzt beginnt auch langsam die Feigensaison und ja, deswegen gibt es jetzt auch hier 3 Feigen von mir. Ich habe mir so eine Packung geholt, die hat 1,49 gekostet, da waren so glaube ich 8 Feigen drin und die sind relativ reif, die sind nicht so zuckersüß wie bei mir im Garten, aber ja, also wie gesagt, das ist immer das Geile am saisonalen Obst. Ja, es ist preiswert und ist wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Nicht am saisonalen, doch am saisonalen. Regional, ist ja sogar regional. Bei mir im Garten habe ich einen Feigenbaum, wenn ich der Sohn von der Hand nach mir die Feigen abgemacht hätte, aber das ist ein anderes Thema. Gut. Mal eine Melone. Ich schnupste gerade eine von 6 Paprikas aus dem Garten. Zum Morgen gibt es einen Smoothie. Und jetzt gibt's wieder eine Portion Feigen. So, nun haue ich wieder hier von meinem selber gemachten Rohkostmix hier was rein. Alles Kerne und so weiter, habe ich schon 1000 Mal erzählt. Auf jeden Fall gibt es hier eine große Portion. Schätzungsweise wären das immer, wenn ich so mal eine große Portion sage, ungefähr 1000 Kalorien. Hallo und guten Morgen, Smoothie. Und jetzt gibt es einen Melonenteller. So, jetzt gibt es eine gekocht, zumindest halb gekochte Mahlzeit. Und zwar, ich hatte noch eine sehr, sehr große Zucchini, also eine ganz, so eine riesen Zucchini, wo man dann die Kerne rausmachen muss. Das habe ich alles gekocht und dazu habe ich dann Hirse dazu gemacht. Die ist allerdings so roh, beziehungsweise jetzt natürlich auch angewärmt, ein bisschen durch die Dings. Und ja, Zwiebeln. Und gewürzt mit Salz und Pfeffer. Ja. Und das, die Zucchini habe ich angebraten in Öl. Allerdings wie immer nicht so viel. Und jetzt gibt's wieder einen edlen Smoothie. Ein paar Happen aus meiner Saatschale. So, ich habe jetzt hier gerade Pfirsich gegessen von meinem Pfirsichbaum. Da sind viele dran, jetzt ist Pfirsichsaison. Und habe bestimmt 10, 15 solche Pfirsiche gegessen. Und werde jetzt noch ein paar von den gelben Tomaten essen. Wahrscheinlich so auch 10, 20 Stück